Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von One Piece Round the Land. Wir sind immer noch im Along Park, haben Sanji fast verloren. Und ich würde mal behaupten, wir machen jetzt mit Sanji weiter, als Anführer, als unser Führer. Und wir laden erstmal Don. Musik? Gebiet 2! Sehr schön, wurde auch Zeit. Yay! 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 Wow, wir sind reiche Piraten! Au! Alter. Und kriegen voll aufs Maul. Ah! Gib alles! Wird gemacht! Yay! Das Ding wollte mich wohl verarschen. Ich finde es interessant, dass unser Schatten auch an die Wand geworfen wird. Das ist für PlayStation 2 Verhältnisse richtig genial. Und hier sehen wir übrigens das Zeichen der Sonnenpiraten. Was das Zeichen der Weltaristokraten, der Himmelsdrachenmenschen, der Tenryo Bitu, abdecken soll. Ja, alles Insider-Infos aus der neuen Welt. Und was ist jetzt? Scha! Willkommen, Strohhutpiraten! Ich zeige euch minderwertigen Menschen das Reich der Fischmenschen. Ja, ja, dann zeig ich mal her. Was bist du? Spinne! Manche Charaktere fürchten sich vor Spinnen. Sie werden bei ihrer Berührung verrückt und erstarren vor Angst. Nach einer Weile erholen sie sich aber wieder von dem Schock. Mhm. Sanji hat ja Schiss vor Spinnen. Mal gucken. Auf einmal kommen die Meermänner, was eigentlich Fischmenschen sind, die ich jetzt erstmal zermalmt habe. Zu Fischmehl. Oh, ist das nicht putzig? Jetzt gibt's erstmal richtig auf die Fresse. Idioten, ey. Die haben mir voll wehgetan. Das hat mir voll wehgetan. Und da komme ich nicht hoch. Au. Ich glaube, der wollte mich verarschen. Huch. Jetzt muss ich mal kurz verschwinden. Danke. Ja, da komme ich nicht hin. Da ist bestimmt eine Schatzkiste. Da brauche ich jemanden, der hochspringen kann, wie zum Beispiel Raffi oder Chopper. Der kann auch hochspringen. Ah, Schwarzgurt passt perfekt mit Sanji. Jetzt zeige ich euch das wahre Ultra-Schwarzgurt-Fischmenschen-Karate. Ja, ganz genau. Den 10.000 Ziegelbrecher oder was? Ich klopf dich weich wie ein Schnitzel! Oh, aber nicht so. Du, 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 du. Aua. Denkst du, du hast eine Chance, du Fischstäbchen, hä? Au. Bats. Bats. Und? Huch, das ging schnell. Ich bin geschlagen. Ja, gut erkannt, Fischstäbchen. So viel dazu. Ich hoffe nicht, dass ich Zorro seine Fähigkeit brauche, mich hier hochzuheilen. Also vor dem K.O. zu bewahren, denn ich möchte gerne einen Abschnitt mit Sanji mal bestreiten, also beenden. Und da haben wir schon den ersten Checkpoint. Also dieses erste Zusammentreffen des Monster-Trios. Yeah! 100.000 Berry! Ah, heute Abend gibt's ein Festessen. Ich hab Hunger. Fleisch! Eins von drei. Yay! Dann werden wir es aber mal mit... Ich schätze mal mit Raffi. Ich gehe mal mit Raffi zurück. Vielleicht komme ich dann da oben hin. Hä? Ich übernehme? Bestimmt nicht. Du verläufst dich nur in diesem linearen Gameplay. So, Luffy-kun. Mugiwara ist jetzt dran. Mugiwara ist wunderbar. Oh Mann. Erstmal zurück.
Zurück, 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 zurück. Nur nicht über... übers Ziel hinaus stürmen, wollte ich gerade sagen. Da habe ich schon wieder vergeigt. Yay. Oh. Das ist ja jetzt mal voll scheiße. Das war gar nicht so geplant. Shit. Stimmt, wir haben noch keinen Lockport gefunden. Das ist ja jetzt doof. Ich weiß jetzt nicht, wann... Ja, okay. Nicht runterspringen. Ich brauche noch meine ganzen Gummikräfte. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, wann... Dass das gesehen hat, immer meinen Kopf geworfen. Weil er doof ist. Oh. Mann, stirb! Oh, Essen. Ich habe gleich wieder einen Gum-Gum frei. Ein Gum-Gum für mein Dum-Dum. Und da waren sonst nichts. Das ist ganz toll. Ich habe alles umsonst verbraten. Ich freue mich. Aber wenigstens konnten wir uns die Landschaft doch mal angucken, ne? Die schöne kleine Höhle hier. Aber egal, jetzt machen wir erstmal mit Raffi weiter. Ich beiße mir gleich in den Arsch. Den Gefallen tue ich dir nicht. Hast keine Chance, was? Doof wie du? Bleibst du wohl mal stehen? Bats! 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 Voll in die Fresse! Und nochmal drauf. So viel dazu. Oh, da war noch eins. Okay. Jetzt muss ich da nochmal hoch. Und da komme ich nicht ran. Sehr schön. Da brauche ich Chopper für. Okay, ich kann ihn immer noch nicht töten. Gut, hier kommt keiner. Bin schon wieder halbwegs beruhigt, begeistert und alles Mögliche. Und diese schönen leuchtenden Bilder, die wir da sehen. Sonnenpiraten und Along-Piraten. Einfach schön. Da freuen wir uns doch alle. Schatz. Im nächsten Gebiet nämlich wieder Nami. Von hinten. Was? 10.000 Berry habe ich gesagt. Yay! Ich freue mich. Sofort alles überspringen, angequassel. Und die nächste Schatzkiste, die schleppen wir natürlich ins Ziel zum Eternal Port. Warum? Weil wir es können. Verpiss dich, Stinkfisch. Keiner mag dich. Du hast Shanks den Arm abgerissen. Aber dafür hast du auch ordentlich aufs Maul gekriegt von Raffi. Mit einem Schlag warst du down. Syndrommäßig. So, sauf ab. Bats. Scheiße. Yay, wieder am Anfang. Der zweiten Checkpoint-Hälfte. Verschwinde, sonst muss ich hier verprügeln. Nicht zu weit. Danke, dass du wieder abtauchst, du Blödmann. Da ist er, der Wichser. Bats! Verschwinde und krepiere elendig. Nicht abtauchen, bevor ich in Sicherheit bin. Jetzt! Fatality! Nein! Ah! Das wollte ich nicht, scheiße! Einmal nicht aufgepasst, ne? Yeah, wieder vor dem nächsten Lockport verkackt. Alter! Mach doch sowas nicht! Bats! Krepiere! Damn! Verschwinde! Verschwinde aus meinem Leben! Ich mag den nicht. Okay, Stinky. Weiter. Bats! Da, wo ich ihn haben wollte. Ich bräuchte ein bisschen Gesundheit übrigens. Nur mal so zur Info.
Yay, perfekt. Genau das wollte ich haben. Okay. Ihr macht mir keine Angst. Schon gar nicht, dass hier, weil ihr einfach in die Bomben reinfliegt. Und das war's für dich auch. Ballon kaputt machen. Ballon kaputt machen. Das Ding noch nicht kaputt machen, nämlich erst draufhüppeln. Ja, ja! Ja! Ihr kommt nicht näher. Huch! Alter. Wie viele da jetzt sind, ne? Ah, Mann! Jetzt werde ich aber sauer! Hier, Sekando, den ich noch gar nicht beherrsche! Was? Wer hat mich da getroffen? Oh, Mann! Ah. Jetzt aber hier, für euch den Rest! So, das hätten wir. Danke und ab ins Ziel. Yeah, Gebiet geklärt! Sehr schön. Freue ich mich. Und wieder einmal ordentlich knete. 300.000 war das jetzt? Oder war es 3 Millionen? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht genau aufgepasst. Ja, Essen und so weiter. Alle Schätze, sehr schön. Result, erfreue mich. Blim, Spezial, okay. Das ist toll. Ja, finde ich auch. 92? Ach ja, ich bin da nicht irgendwo. Ach, was weiß ich, ist auch egal. 26 besiegte Idioten, Fischmenschenstäbchen. Sieg gegen Schwarzgur. 600.000, sehr schön. Für jeden natürlich. Ne, mentale Steigerung. Auch schön. Und ja, war schon ganz gut. Geht besser, aber es war ganz gut. Und wir gehen sofort ins nächste Gebiet. Mit Zorro. Mit Sori. Mit Zorodase. Wir sind jetzt bei gut 13 Minuten. Was sollten wir noch reinquetschen können? Jetzt müsste, glaube ich, in den Kampf mit Okta kommen, oder? Okta? 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 Nein, schade. Aber vielleicht im Nachhinein. Wenn hier sofort die beiden sind. Ach du Scheiße. Ach ja, okay. Alles klar, das war das. Das habe ich gehasst damals. Das habe ich wirklich gehasst. Muss ich einfach mal sagen, das habe ich echt gehasst. So, ich lasse den da oben einfach mal leben. Natürlich, das ist sofort zu viel. Na klar. Kannst auch gar nicht schwimmen, ne? Blöd, Mann. Scheiße. Holzkopf. Na gut, solange Raffi das hat, dann können wir immer wieder mal von vorne hier anfangen, um noch irgendwas abzugraben, zum Beispiel den Kill. Ich möchte ja noch gerne das Fischstäbchen filetieren. Ja, ganz klar, ich verstehe alles. Ich gucke sehr lange den Anime mit japanischen hier Dub und so weiter, Dub und Zap. Auf Deutsch. Immer schön aufpassen, dass das Schwert auch in Richtung Gegner zeigt, sonst trifft man nicht, wie man gesehen hat. Alles sehr tricky hier. Ich glaube, den Stein da nehme ich mal mit, ne? Den Stein der Weisen. Oh, Wahnsinn, das war jetzt nicht zu tief. Ja, ich find's auch ganz lustig. Blöd, Mann. Scheiß ich mal auf das eine bisschen, was ich da jetzt verloren habe. Oder besser gesagt, nicht gekriegt habe.
Yeah! Das ging schnell. Dass man das nicht kaputt kriegt! Ah, okay. Geil. Schon besser. Oh, das wollte ich noch nicht, aber auch egal. Und lebst du noch? Er lebt noch. Na. Batz. Alter, das war cool. Schnell, schnell, schnell. Essen. Batz. Ist voll geil. Halt. Nein. Verdammt. Danke, dass du mich da hochgepfeffert hast, Idiot. Danke. Scheiße, die kriege ich nicht mehr. Schnell. Lass mal schnell gehen. Teilweise auch noch schneller als schnell. Dann hüppeln wir mal schnell. Danke. Zurück. Dann wieder da hoch, zurück. Die Kiste nehmen wir natürlich auch mit. Nami wäre stolz auf Zorro. Nein! Oh, leck mich! Nur weil er mich getroffen hat, dieser Hurenbock. Ey, wenn das Ding jetzt weg ist, dann werde ich sauer. Gut, sie liegt noch. Alter. Du bist so witzig. Gut, die liegen beide noch. Alter, was für ein dreckiger Mongo. So, dann können wir jetzt nochmal hier hoch, ne? Scheiße und so. Nur wegen diesem kleinen Bastard, Alter. Wenigstens haben wir die Balance gekriegt. So, noch einmal mit absichtlich runterfallen, springen oder besser gesagt einfach mit absaufen. Damit wir wenigstens die 100 Balance, ja 100% Balance einsammeln, was wir sowieso nicht schaffen werden, weil ich einfach zu doof dafür bin manchmal. Er tut gut daran, tot zu bleiben. Man nimmt doch mit, ey. Ich wollte gerade sagen, da könnte nämlich Essen drin sein. Und das brauche ich auch. Oh, ja. Ich finde es toll, dass da überall die Krabben dranhängen. Die kleinen Krabbis sind cool. Oh, was ist so ein Feines? Hier ist ein Brotzeit. Mm. Yes! Fatality! So. Meins. Meins. Und meins. Und Batz. Auf. Halt. So. Den schleppen wir mal schnell an. Das ist das ganz Tolle. Jetzt müssen wir die ganzen blöden Schatztruhen einzeln mitschleppen. Macht voll Laune. Besonders, falls ich die mal versehentlich irgendwie falsch schmeißen sollte und sie unten in Nirvana landen, das wäre doch optimal. So. Eieiei. Ich hoffe mal, es kommt noch so ein Wechselpoint. So ein Wechselpunkt. Nein! Scheiße! Mann! Wer hat sich den Dreck nur ausgedacht? Kacke. Oh. Ah, ich wollte schon sagen, sonst nichts auf dem Kasten oder... Ja, so ein Dreck, Alter.
Das ist jetzt ein bisschen doof, weil die Kiste weg ist. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich so ein Checkpoint und ich beiß mir voll in den Arsch. Alter. Lass das, du Stinky. Oh! Mann! Da war doch eben keiner. Hoffentlich ist die Kiste. Halleluja. Lieber schön mittig platzieren. Jetzt ist der Part wieder so lang. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut, ne, mitten in der Au. Mache ich einen Cut? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch keinen Cut. Mal gucken. Auf jeden Fall ist Zorro gleich tot, weil ich nichts mehr habe, um mich zu retten. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht schaffe ich es auch mal, keinen Scheiß zu bauen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es doch mal sehr. Das Gute ist, meine Truhe ist noch da. Die ist nicht verloren. Da bin ich sehr stolz drauf. Da ist der Stinker. Leck mich, du Penner. Da ist der andere Stinker. Fick dich, du Penner. Ich meine, leck mich, du Penner. Schnell wieder rüber. Ich grunze und grunze. Halt's Maul. Blöd, Mann. So. Oh, ja. Einmal hier absafen. Was? Willst du mich verarschen? Der will mich verarschen. Ich will nicht wieder nach oben. Soll ich jetzt Zorro opfern? Nein! Oh, Alter. Alter, mein armes Herz. Drückst du einmal den falschen Knopf, ne? Da hast du gleich einen halben Herzinfarkt. Gratis dazu. Ballon kaputt machen. Einfach nur, weil ich es kann. Batz! Einfach nur, weil ich es kann. Ich würde mal sagen, ich mache es absichtlich. Außer Gefecht, es tut mir leid, Zorro. Nehmen wir erstmal Sanji. So als Zwischen. Und hoffentlich kann ich jetzt die Kisten da schnell rüberschmeißen und einmal mit Sanji ins Wasser springen. Nein, das ist so schwer! Leck mich am Arsch, Alter! Toll! Geil, klasse, ich bin begeistert. Lade bitte schneller. Ach, halt die Fresse, du Penner. Ach, Mann, komm, willst du mich verarschen? Was soll das, Mann?